MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit herzlich willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Die Linie C steht an. Wir starten in Fauna und fahren nach Rheinfelden zum Riediger Platz. Rheinfelden, ja, Rheinfelden, Riediger Platz. Mit dem Gelenkbus. Der erste Gelenkbus, den ich auf der Karte fahre. Ich hatte eigentlich einen Solobus gespawnt, weil mir die C auch als Solobus begegnet ist. Aber der Kurs um 10.49 Uhr ist tatsächlich ein Gelenker. Ich nehme an, dass der danach vielleicht auf eine Überlandlinie oder sowas wechselt. Deswegen fahren wir Gelenk. Petra Schatzschneider mit Lidl-Werbung. Und bevor wir irgendwas machen, stellen wir mal die Uhr vor. Auf 10.47 Uhr. Was hat er denn jetzt? Ach, da habe ich wieder Mist gebaut mit dem Lenkrad. So. Ah, ich hatte mit der Maus wieder die zusätzliche Maussteuerung. Also das, was keiner will. Wobei, stimmt auch nicht so ganz. Ich kenne Leute und habe auch gehört, dass einige das mal machen. Wenn sie was testen wollen zum Beispiel. Jo, wir haben Samstag. Und ich bin so froh, wenn am Montag die OP ist. Ich kann's euch nicht beschreiben, echt. Bin echt froh, wenn ich das hinter mir hab, wenn ich dieses Ding weg hab, diese Beule, Delle, wie auch immer man das nennen will. Es nervt einfach nur noch. Kann ich nicht anders beschreiben. Wir fahren übrigens Citaro G mit automatischen Türen. Bis auf die Vordertüren. Jetzt ruppelt es gleich, weil ich hinten aufgesetzt habe. Oh, hier komme ich doch niemals ganz rum. Nee. Ah, da hängen wir ja schon in der Hecke drin. Ja, ja, Knickschutz. Na komm. Ja. Noch am Vorfahrtsschild vorbeidrücke. Danke. Ah, es ist immer ein Akt. Geschafft. So. Ich wusste es. Es ist unmöglich, wie sie fahren. Ich wusste es. Ich habe mir noch gedacht, ah, mit den Parkbuchten hier. Gerade in dem Moment dachte ich mir, okay, das könnte jetzt mit dem Rüberziehen deutlich enger werden, als ich vermutet habe. Ja, und so war es dann auch. Ist natürlich deutlich enger geworden. Einmal normal, bitte. Dankeschön. Einmal Tageskarte. Ja, danke. Ja, komm, hallo, ist das jetzt alles? Geh weg.
zweite Welle von Nahn zur Ulwiese. Ich bin ja ganz froh, dass es sich da um eine Einbahnstraße gehandelt hat. Wäre ja noch schlimmer, wenn da Gegenverkehr wäre. Also ich mag die Karte. Ich finde die toll. Die KI denkt etwas mit. Nein, also mir gefällt die Karte wirklich gut und Nick und Benny haben bisher auch überwiegend positiv über die Karte gesprochen. Wo wir uns einig sind, das ist diese Haltestellenansage für Stettingen. Da sind wir alle der Meinung, dass das Quatsch ist, dass man das nicht braucht. Dass das der Karte einfach nicht steht. Aber ansonsten gefällt die Karte. So. Ja, an manchen Ecken brauche ich mehr Platz. Bin ja mal gespannt, worauf ich denn gleich wechsle. Das ist natürlich wieder sowas, wo ich sage, oh, für ein BBS. Oder für einen Leitstellensimulator natürlich ganz nett, ne? Besonders für einen Leitstellensimulator, weil du halt dann die Kurse so hintereinander wegplanen kannst. Das ist halt Abwechslung. Ja gut, du den BBS natürlich auch, ne? Nächste Haltestelle, Gerolstein. Iphigenienfels. Ja, schon sind wir in Gerolstein. Was, hier gibt's Bären? Aha. Absolutes Überholverbot. Kurve, Achtung Fußgänger. Ach ja, wegen der Haltestelle wahrscheinlich, ne? Hm. Da ist aber keiner. Das ist, ja, das ist gut. Nächste Haltestelle, Gerolstein, Blumenallee. Umsteigen zur Stadtverkehrslinie B in Richtung Kommuniusstraße. Umstieg zur Linie B. Ich komme mir immer so ein bisschen vor wie in Wien. Umsteigemöglichkeit zur Linie O. Das Einzige, das ist das, was mich noch ärgert hier mit den... Mit dem Nachladen der Texturen. Hallo. Einmal normal, bitte. Dankeschön. Hallo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Danke. Ich habe mir doch gedacht, dass die Tante mit will, damit habe ich nicht ganz gerechnet, aber bei dem Tuppes war ich mir eigentlich relativ sicher. Nächste Haltestelle, Gerolstein, Industriegebiet, Abtsbredekotte. Achso, ja, Industriegebiet, ja, das kennen wir. Im Industriegebiet waren wir mit der Linie B ja schon mal. Ach, guck an, die Durchfahrt hier wieder.
Ja, ja. Aber kamen wir... Ah, doch, bei der... guck mal. Das heißt, diese Durchfahrt ist tatsächlich von beiden Seiten zu benutzen, die wir auf der Linie B gesehen haben, weil wir fahren ja jetzt in die Gegenrichtung. Aber oh, wenn dir dann da aber ein Bus begegnet, dann hast du aber die Arschkarte, ne? Schön. Hallo. Genau. Eine Tageskarte, bitte. Hallo. Abt Spredekorte. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Danke. Bitte. Ich hätte gern eine Kurzstrecke. Danke. Kein Problem. Gibt es alles. Kurzstrecke, Langstrecke. Genau. Mit der B sind wir nämlich in die andere Richtung gefahren. Oh, ein alter Wunsch. Also, okay, die sieht man schlecht, die Haltestelle. Da ist ja wirklich nur das Schildchen, also... Okay. Ja, da muss man aufpassen. Ich hatte es auf Omni-Navigation zwar gesehen, aber ich verlasse mich ja auch so ein bisschen auf die Optik der Karte. Und, die ist echt schlecht zu sehen. Hallo. Moin. Hallo. Ja, bitte. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Danke. Ja, komm. Ein Fahrschein, bitte. Dankeschön. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Danke. Wie sie schneller. Meine Damen. Die C fährt aber auch wieder über den Bahnhof, meine ich. Ja. Genau, Abzweig Frauner kommt nämlich jetzt. Dann kommt der Kreisverkehr. Und dann müsste es zum Bernoulli-Platz gehen. Beziehungsweise erstmal dann hier ganz wieder durch die Ecke da und dann später hier Bahnunterführung da irgendwie und dann Bernoulli-Platz. Nächste Haltestelle, Gerolstein, Södring. Ja. Genau. Gegenrichtung zur B erstmal und dann an dem Kreisel, wo ich ja falsch abgebogen bin, auf der B biegen wir dann tatsächlich nach links ab. Wow. Machen Sie bitte die Tür auf, ich will hier raus. Etwas zu nah am Straßenrand. Das Gitter hat eine blöde Kollision, habe ich gemerkt.
Danke. Einmal Tageskarte. Danke. Bitte. Ja, kannst du die nächste aussteigen, ne? BCBX 581 und R81. Jetzt spack die Tür da hinten rum. Danke. Einmal normal, bitte. Dankeschön. Einen normalen Fahrschein, bitte. Dankeschön. Ah, der Lidl ist also am kühler Grund. Aha. Linie A. Joska-Weg, aha. Ja, das passt aber noch. Warum sind eigentlich manche Stelen blau? Hallo. Gibt's da einen Grund für? Dankeschön. Ich hätte gerne einmal Schüler. Weil bei Petra Schatzschneider habe ich nämlich auch gesehen, manch, da gibt es teilweise dann ein blaues, ein grünes oder ein rot-silbernes Repaint. Hat das eine Bedeutung? Oder ist halt einfach nur, ja, weil es geht? Hier ist die B aber nicht lang gefahren, ne? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Nee. Oder doch? Nee, sag ich doch. Okay, der Kerl sitzt da, der möchte nicht mit, dann fahre ich weiter, dann hat er Pech. Nächste Haltestelle, Gerolstein am Sandstein. Einmal schön durch Gerolstein. Da knackt die Performance ein bisschen ein. Guten Tag. Ach, oder fahren wir den Bernoulli-Platz aus der anderen Richtung an?
Nächste Halte. Oh, was ist denn? Hi, hä? Bahnhof. Übergang zum Stadtverkehr Gerolstein, dem Regionalbuslinien und dem Nahverkehr der Deutschen Bahn. Ach, hier, die stehlen die Leuchten abends. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal am Bahnhof. So, hier fahren wir nicht rein, weil hier fahren wir nur rein, wenn wir enden am Bahnhof. Ja, wir fahren scheinbar jetzt dann gleich erst über den Bernoulli-Platz. Okay. Zeitlich. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Rathaus Nordstadt. Über Rathaus Nordstadt, ne? Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Danke. Bitte. Einmal Kurzstrecke, bitte. Bitte. Danke. Eine Kurzstrecke, bitte. Danke. Bitte. Plus 40 Sekunden. Oh, warum hängt Omsi sie jetzt? Wenn dir hier ein Bus entgegenkommt, ist das auch fies. Vom Platz her nämlich. Aber das ist mit Gegenverkehr allgemein hier so in der Ecke echt gefährlich teilweise. Muss man dann schon ein bisschen aufpassen. Vorwinkelsgasse. Mhm. Gut, dann fahren wir halt hinten rum über den Bernoulli-Platz. Macht ja nichts. So, die stehen sich nämlich jetzt hier schön im Weg. Wunderprächtig. Das heißt, ich muss einmal von der Karte runter, von der Karte, also von der Kachel. Damit sich dieses Problem da unten löst. Das ist halt blöd, wenn es mit dem Begegnungsverkehr nicht funktioniert. Ah. Hat jetzt nichts gebracht, oder was? Nö. Jetzt hat Omsi sich aufgehangen, ja. Warten wir einen kurzen Moment. Aber das ist das, wo man aufpassen muss. Und das muss man doch nach 3 Jahren Entwicklungszeit, muss man das doch sehen. Das ist zu eng. Es ist einfach zu eng. Das kannst du nicht machen. Es macht keinen Sinn, es ist zu eng. Jetzt habe ich angeblich einen Unfall. Oh, jetzt geht das nicht. Okay. Ja, dann machen wir es anders. Muss ich den Bus halt...
anders platzieren. Geht doch nicht anders. Nein, aber das muss einem auffallen. Das, also wirklich, die Karte ist schön, aber das sind so Dinger, die machen es dann kaputt. Das muss ich als Entwicklerteam und auf jeden Fall als Beta-Tester, muss ich das sehen. Dass das nicht funktioniert, dass das nicht passt. Na, wenn jetzt hier einer steht und hier, dann kann es auch eng werden wegen der Kurve, dass die nicht aneinander vorbei wollen. Danke. Das muss ich sehen. Einen normalen Fahrschein bitte. Dankeschön, Junge. Und da sage ich, da haben die Beta-Tester einfach, ja, einfach nicht hingeguckt. Oder gedacht, ach ja, passt schon, oder keine Ahnung, oder sonst was. Oder man hat es am Ende erst gesehen und hat sich dann gedacht, boah, nö, das jetzt nochmal neu machen hier, keine Lust. Das kann natürlich auch sein, aber muss man dann halt, dann muss man die Splines nochmal tauschen. Ich kann verstehen, dass das am Ende dann nicht geil ist, wenn man dann da noch mal tauschen muss und sowas. Aber ja, das macht die Spielerfahrung halt kaputt, ne? Das macht's halt kacke. Muss man einfach so sagen, es macht's in dem Moment einfach kacke. Rathaus. Hallo. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Dankeschön. Ich hätte gern eine Tageskarte. Hallo. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, was für die eine Karte für eine Kurzstrecke bitte. Danke. Eine Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Dankeschön. Ja, und bei der Ticketverkaufsquote muss ich auch fragen, ist das Absicht? Ist das so gewollt oder hat man da auch irgendwie sich im Wert vertippt, das ist ja utopisch, was hier gekauft wird. Oder liegt Geroldstein irgendwo in Urzikstan und da gibt's und da gibt's keine Monatsticket. Diese Ansage. Boah. Benny hat, glaube ich, gesagt, es gibt alternative Ansagen in dem Ordner, die mitgeliefert werden. Bei Dienstkram irgendwie. Werde ich wahrscheinlich mal die alternativen Ansagen testen. Hätte ich halten müssen, war ein Stoppschild. Na, hier sind wir ja auch mit der B lang gefahren. Da, ah, wieder ein Ticket. Hallo. Einmal bitte Kurzstrecke. Hallo. Danke. Das ist sehr schlimm. Nächste Haltestelle, Geroldstein, Zentrum, Bürgermannplatz, Umstieg zur Stadtverkehrslinie B, Richtung Würzburger Straße, Menzendamm, beziehungsweise sehr informativ, Würzburger Straße bzw. Meiershof über Kaserne. Ja, das ist korrekt. Florians Höhe, ne? Nee.
Nee, ach, Florianshöhe, Quatsch. Brüggemannplatz. Aber hier, hä, warum hält hier denn nur die G? Ich hab doch hier Umstieg auf die Linie B. Warum hält dann hier aber nur die G und die 581? Das funktioniert so auch nicht, Kinder. Haltestellenschild nicht richtig beschriftet. Also, es gibt noch Nachholbedarf auf Geroldstein. Das ist die Version aus dem Adventskalender. Ich habe kein Update reingeschmissen oder so. Ja, das ist die Version Stand 6.12. Oh, wie sieht's hier aus? Hallo. C, A und 581. Da passt's doch. Das war ganz schön steil hier, ne? Also wenn du hier mit dem Kinderwagen oder mit dem Einkaufstrolli oder so stehst. Ja, ist aber festhalten angesagt. Ja, da rutsche ich nämlich, muss ich nämlich aufpassen, da rollst du nämlich schon zurück, wenn du nicht gut drauf achtest. Oh, da hat der Citaro aber gut zu tun. Weiß ich, was die Readme meinte mit hügelig. Das geht aber ganz hoch hinaus. Also wenn du hier runtergeschossen kommst, musst du aber einen Fuß auf der Bremse haben. Ich finde es nicht schlecht, ich finde es ganz schön. Ne, das, also in Bonn-Bad Godesberg kenne ich das zum Beispiel auch. Da gibt es Streckenabschnitte so Richtung Waldkrankenhaus zum Beispiel oder so. Da geht es halt wirklich so hoch. Ne? Oder hier in wenn man Richtung Ückesdorf fährt zum Beispiel mit der 604 in Bonn oder mit der 605 über Längsdorf, da geht's auch teilweise ganz schön bergauf. So, jetzt haben wir wieder Standbild. Komm schon. Kommen Sie in meinen Omsi. Wenn das Bild mal wieder steht, Mario an die Decke geht. Ja, kommen Sie in meinen Omsi. Geht doch. So. Ich habe das Gaspedal durchgedrückt, ne? Also. Ist fast Bodenplatte. Oh, ich sehe schon auf Omni-Navigation, was da gleich für eine Kurve kommt. Kinders, wir sind doch hier nicht an der Nordschleife. Ja, da kannst du einmal ums Eck gucken, ne? Was ist denn jetzt? Halten Sie mal an, lassen Sie mich rausfahren. Ja, gut. Da fährst dir buchstäblich die Karre zu Klump. Das ist Holla, das ist eng.
Aber gut, wo es hochgeht, geht es auch irgendwann mal wieder runter, ne? DDR, wo es 60 Jahre bergauf ging, muss es halt irgendwann bergab gehen. Mein Fahrplan. Plus 1,50, das geht noch. Ach, guck mal, jetzt geht's aber schon runter nach Rheinfeld. Spackte Tür wieder rum. Ja. Danke. Rheinfelden. Aufi. Rheinfelden, Feucht, Rheinfelder Landstraße. Gut, gut. Ja, ja, Achtung Fußgänger, weil Bushaltestelle. Ist da denn einer? Nein. Okay, wenden kann ich hier jetzt auch nirgendwo, dann... Trick 17. Was? Wo habe ich denn hier einen getroffen? Wie kann ich den denn... Okay, whatever, aber wie kann ich den Smart denn jetzt bitte beim Zurücksetzen? Was? Na, ja, müssen wir nochmal von der Karte runter, damit der Unfall sich auflöst. Danke. Aber wie kann ich den bitte beim Zurücksetzen erwischt haben? Naja, gut, wer weiß. Aber auch eng bemessen hier. Na gut, kommt dir hier ein Bus entgegen? Jo. Ah, hier musst du halt wirklich vorausschauend fahren und gucken, dass du den Gegenverkehr schon hinten aus dem Dorf kommen siehst eigentlich. Was ja in der Realität dann auch besser möglich ist als in Omsi. Ein schönes Windrad. Ein solche engen Gässchen und Kurzwege, wer jetzt hier sagt, das gibt's auch gar nicht. Also ich sag euch, bei Hennef, das Örtchen Weingartsgasse ist so ähnlich aufgebaut wie hier der kleine Abschnitt gerade. Mehr ist das nicht. Erinnert mich auch von der Straßenbreite ein bisschen so daran, wenn man von Weingartsgasse dann Richtung Siegburg-Seligenthal fährt. Und wieder ein Standbild wegen einer Nachladetextur. Da muss ich echt mal gucken, was ich da in den Einstellungen noch verändern kann. Ja, mein Gott, hör auf zu klappern und fahr weiter, ey. Oh.
Danke. Hoffentlich spackt die Tür jetzt nicht rum. Nicht. Okay, alles gut. Ja, so. Oh, jetzt, warum? Jetzt ein Standbild. Kann ja gar nicht gebrauchen. So, wir fahren rechts rum. Nächste Haltestelle. Rheinfelden, Jutta-Hilsmann-Straße. Jutta-Hilsmann-Straße. Gut. Boah. Ja, sowas kriege ich mittlerweile schon besser hin. Ortsverkehrslinie F, die gibt es ja auch. Die ist auch fahrbar. Setzt denn die C jetzt um auf die F? Logisch wäre es ja. Könnte man ja so machen. Nächste Haltestelle, Rheinfelden, Meerwolf. Der Fahrplan? Nee, der Fahrplan sagt C, ne? Ja, ja. Werwolf. Friedenspark. Feucht, Keltenstraße, also. Igasreuth. Höhenweg. Geroldsteiner Straße. Ah, interessant. Ja, das war die Linie C. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.